Und da hat die gesagt, naja, okay, ihr habt Vertragsfreiheit, ihr müsst die Verträge nicht abschließen, aber wenn ihr sie nicht abschließt, könnte es passieren, dass wir dann irgendwie mal sagen, ihr unterstützt Kinderpornografie. Und das ist zumindest das, was man so hinter vorgehaltener Hand von diversen Vertretern in der Branche hört, dass hier also mit mehr oder weniger erpresserischen Mitteln gearbeitet wurde, um die Provider da zu überzeugen, doch die Verträge zu unterschreiben. Und es war auch so, dass gesagt hat, ja, wir müssen eine Geheimhaltung machen über die Gespräche im Allgemeinen. Also es darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und die Provider haben sich dann gehalten, haben Vertragsverhandlungen geführt. Und als sie dann aus der Verhandlung rausgegangen sind und nach Hause gefahren sind, sind sie nach Hause gefahren und haben den Mund gehalten. Und gleichzeitig lief in Berlin eine Pressekonferenz, wo sich halt die Familienministerin hingesetzt hat und hat gesagt, ja, wir machen jetzt Internetsperren und alle machen mit und alle finden das toll und wir machen jetzt was gegen Kinderpornografie. Und das, also schon diese ganze Herangehensweise mit diesen Verträgen finden sehr, sehr viele Leute sehr merkwürdig und es ist also, naja, sehr fragwürdig, was da so passiert ist. Es ging dann weiter im April 2009, also ich gehe jetzt ein bisschen monatsweise vor, wurden die Verträge dann unterzeichnet in der bei einer Bundespressekonferenz, haben sich die ganzen Vertreter hingesetzt, es wurde dieses Stoppschild, was wir hier oben auch sehen, präsentiert. Das, also wenn jetzt auf Webseiten kommt, wo Kinderpornografie oder vielleicht auch anderes, kommt dann später noch dazu, zu sehen ist, wird also nicht der Inhalt der Seite präsentiert, sondern so ein Stoppschild, was im Wesentlichen sagt, dass man hier gerade auf einer illegalen Weg unterwegs ist und der Abruf wurde sozusagen abgebremst und man kann die Inhalte nicht weiter sehen. Gleichzeitig ging es im Internet, also ich sag mal, es fing schon eher an, dass sich dann viele Aktivisten getroffen haben und gesagt, das kann doch nicht sein, Internetsperren sind der falsche Weg, wir sehen das in anderen Ländern, also man schaue nach China und Iran, was da läuft, sie jetzt auch heute noch und sie ist auch sehr, also so, zumindest wenn man die Interviews hört, relativ stolz und Freund meint, ja, viel Feind, viel eher, ist halt so. Und gleichzeitig kam es sozusagen auch bei den Zensurgegnern so ein bisschen zu einer Straffung der Strukturen, kann man sagen. Es gründete sich der Arbeitskreis Zensur, also konkret Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur im April. Und der Arbeitskreis ist also bundesweit aktiv und da versuchen halt die Leute mit Argumenten, mit diversen Aktionen einfach gegen dieses Gesetz was zu unternehmen und auch gegen die Folgen, die dabei passieren. Ich werde dann im Laufe des Vortrags auch noch was zur Arbeit sagen. Im Mai 2009 dann kam auch von den Gegnern der Internetsperren eine Petition, die halt im Wesentlichen gesagt hat, diese Petition gegen Internetsperren ist der falsche Weg. Das Gesetz gegen Internetsperren oder diese Verträge gegen Internetsperren sind der falsche Weg. Es ist besser, die Täter zu verfolgen, die Webseiten abzuschalten und nicht einfach hier irgendwelche Vorhänge vor Webseiten zu hängen. Und unser Bundeswirtschaftsminister war betroffen. Und zwar in folgendem Weg. Also ich habe mehr als 50.000. Das ist also ein Ausschnitt aus der Tagesschau, wo ihr seht, wo die Petition mit erwähnt wird. Also hört es euch am besten an. Also bei ein paar Videos, die ich zeige, ist die Qualität zum Teil nicht so toll. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Unterschriften in wenigen Tagen. Eine Online-Petition an den Bundestag hat in kürzester Zeit die notwendige Unterstützerzahl erreicht. Die Petition richtet sich gegen das geplante Gesetz zur Sperrung von Internetseiten. Bundesfamilienministerin von der Leyen will damit die Kinderpornografie eindämmen. Dieses Ziel stellt die Petition ausdrücklich nicht in Frage, wohl aber die geplanten Eingriffe ins Internet. Prosit im Internet wird gefeiert, die Hürde ist genommen. Ich will auch die 50.000 sehen. Mit solchen und ähnlichen Twitter-Kurznachrichten wurde für die Petition geworben und innerhalb kürzester Zeit kamen auf dem Server des Bundestages über 50.000 Stimmen zusammen, die sich gegen Beschränkungen im Internet aussprechen. Die 29-jährige Initiatorin der Online-Petition hat das Echo überrascht. Sie möchte, dass die Politik reagiert. Wenn 50.000 Leute innerhalb von 4 Tagen die gleiche Meinung vertreten, dann ist das eine Aussage. Und es ist eine Aussage, der sich Politiker, die ja genau diese Menschen eigentlich vertreten sollen, nicht entziehen können. Nun wird sich der Petitionsausschuss damit beschäftigen müssen, dass tausende Online-Nutzer die geplanten Internetsperren bei kinderpornografischen Seiten für ungeeignet halten, Kinder tatsächlich zu schützen. Der zuständige Minister reagiert.
Das macht mich schon sehr betroffen, wenn pauschal der Eindruck entstehen sollte, dass es Menschen gibt, die sich gegen die Sperrung von kinderpornografischen Inhalten sträuben. Das ist nun wirklich einer der wichtigsten Vorhaben in vielerlei Hinsicht. Hardliner könnten durch das geplante Gesetz zwar kaum gestoppt werden, aber der Aufruf von Seiten mit kinderpornografischem Inhalt würde erheblich erschwert. Zufällig würde dort niemand mehr landen, rechtfertigt der Minister das Gesetz. Also zu den Argumenten werde ich dann später noch was sagen. Also viele fühlen sich auch ein bisschen von dem Wirtschaftsminister vor den Kopf gestoßen. Und also insgesamt muss man auch sagen, also was auch hier rauskommt, es gab da innerhalb von 3 oder 4 Tagen 50.000 Unterschriften für die Petition, was unglaublich ist. Und also ich muss auch für mich selber sagen, als diese ganze Aktion angelaufen ist, mit diesen Provider-Verträgen, mit der Diskussion in der Presse, also Kinderpornografie oder ist aber dokumentierter Missbrauch von Kindern ist einfach kein Thema, was man einfach mal irgendwie jemanden auf der Straße so nebenbei erklären kann. Also ich werde dann auch später bei den Argumenten noch ein bisschen was mehr dazu sagen. Und also wie gesagt, als es losgegangen ist, dachte ich, okay, man hat im Grunde genommen, braucht man hier gar nicht mehr zu machen. Das Thema ist durch, weil mit einer Pressemaschine dahinter braucht man sich hier gar nicht großartig weiter zu argumentieren. Das Thema ist relativ komplex. Und dass dann innerhalb von drei Tagen schon 50.000 Leute unterschrieben haben, das war also sehr überraschend. Und man merkt auch jetzt, dass im Zuge der ganzen Entwicklung des Zensurgesetzes oder des Zugangserschwerungsgesetzes da doch eine enorme Politisierung von Leuten stattfindet, die sich jetzt doch sehr stark politisch engagieren. Und also das hat mich persönlich sehr überrascht und ich hoffe auch, dass diese Welle, die da jetzt entstanden ist, doch auch weit anhält und weitergetragen wird und nee, dann irgendwann wieder mal abebbt. Was passiert da als nächstes? Also was man auch dann gemerkt hat, so in diesen, in den täglichen, in der Presse, in Pressemitteilungen, in den Handlungen der Bundesregierung, dass da auf einmal Nervosität entsteht. Also das Thema, ich denke, dass auch dort sozusagen einfach die Erwartung war, das Thema geht einfach durch. Kinderpornografie kann niemand was dagegen haben, die Verträge werden unterschrieben, eventuell machen wir ein Gesetz, fertig. Und dass dann doch so ein enormer Widerstand kam und auch ein fundierter Widerstand kam, das hat, denke ich, sehr viele Regierungsvertreter sehr stark irritiert. Also ich hatte so das Gefühl, dass man wirklich so auf einmal so eine Nervosität zu spüren war. Irgendwie klappt das, dass dieses ganze Verfahren doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und man kann sagen, die nächste Stufe der Eskalation in Anführungsstrichen war das Betreten der Deutschen Kinderhilfe e.V. auf dieser ganzen, ich sag mal, Kampfesbühne. Der Name Deutsche Kinderhilfe e.V. klingt erstmal ganz nett und man denkt hier, das ist ein Kinderhilfeverein. Und dann haben diverse Leute mal recherchiert, was es denn mit der Kinderhilfe auf sich hat. Und also es gibt zum einen diverse Kinderhilfsvereine, die ähnliche Namen haben und man kann die alle sehr leicht verwechseln. Bei der Deutschen Kinderhilfe e.V. ist es so, dass die im Wesentlichen eine Vorfeldorganisation der CDU sind. Denen wurde 2008 die Spendenfähigkeit aberkannt, weil zumindest, was man lesen kann in den diversen Veröffentlichungen, was sie gemacht haben, im Wesentlichen Adresshandel war. Aber, also wie gesagt, das sind so die Aussagen, die in diversen Quellen zu lesen waren. Und wenn man sich guckt, wann äußern die sich, das ist immer so, wenn irgendwelche krassen Sachen passieren. Also wenn jemand zum Beispiel jemand, der Kindesmissbrauch gemacht hat, vor Gericht steht und wird meinetwegen zu 2 Jahren verurteilt, dann gibt es eine Pressemitteilung, das ist viel zu wenig, die müssen viel länger verurteilt werden. Oder wenn quasi Kinderpornografie gesprengt wird, dann gibt es da Meldungen, dass die Gesetze verschärft werden müssen. Also es ist immer so eine sehr tendenziöse Sache, die da machen. Und was sie dann hier, also haben verschiedene Aktionen dann gestartet. Zum einen haben sie quasi eine Gegenpetition versucht zu starten. Also sie haben gesagt, wir stellen uns jetzt vor Fußballstadien und in Fußgängerpassagen und fragen die Leute, ob sie gegen Kinderpornografie sind im Wesentlichen und sammeln Unterschriften. Und unser Ziel ist, mehr als 100.000 Unterschriften zu sammeln.